So Leute, da sind wir beim nächsten Commander-Deck von Warhammer 40k. Ich habe euch schon die Necrons aufgemacht und die Tyranniden und heute gucken wir uns das Imperium an. Es gibt Leute, die Imperium mögen und die Leute, die wissen, dass Imperium scheiße ist. Gucken wir uns halt an, was das Deck ist. Das ist ein Esper-farbenes Deck. Ihr habt es schon mitgekriegt, ich krieg die Dinger nicht auf. Ich bin einfach scheiße daran, die aufzumachen. Dementsprechend reiße ich die einfach auf, wo ich sie aufbekomme und mach einfach mal hier Kram. Ich bin echt. Irgendwann, ihr habt mir bestimmt schon in den Kommentaren gesagt, wie man die richtig aufmacht. Hoffe ich. Hier mit den Nippelchen des Imperiums. Dann dem wunderschönen Papier. Viel schlimmer als Plastik. Papier. Weil wir haben ja ganz viel Papier mittlerweile und ganz wenig Plastik. Was bedrucktes Papier ist, was auch nicht viel besser ist. Aber okay, vom Imperium. Dann dieses Mal geht's dann so rum auf. Mit der Inquisitorin Greyfax. Wichtig. Wir haben auch hier mit der Inquisitor Greyfax haben wir hier so ein Teil. Dann haben wir eine Erklärung, wie das ganze Deck funktioniert, was das Imperium ist, was die einzelnen Commander sind. Wir haben hier einen Space Marine mit Maneus, Kalgar und die Inquisitor. Wenn ich Namen botche, ich erwähne es immer wieder, auch es wird mir trotzdem angekreidet und Leute machen sich drüber lustig und danke dafür. Wenn ich Namen botche, tut mir leid, ich keine Ahnung von den Namen. Ich mache das nur auf, weil es mir zur Verfügung gestellt wurde. Danke nochmal dafür. Und keine Werbung. Keine Werbung. Es wurde nicht irgendwie mit Werbung gemacht, sondern ich habe es einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Dann gucken wir uns mal an, was wir für Tokens haben. Wir haben an Tokens den Inquisitor. Gucken wir uns gleich an. 1-1 Soldier. 1-1 Soldier. 1-1 Soldier. 1-1 Soldier. 1-1 Soldier. 1-1 Soldier. Ein Astartes. Ich sage mal ganz viel gerne Astartes. Und das werdet ihr auch öfter hören, weil ich es gewohnt bin, das zu sagen. Aber es sind Astartes Warrior. 4 Stück. Und was? Veil of Time. Wenn er angreift, was? Clue, ein Dämon, Robots, 4-4 Robot kann ich blocken. Arco Filigant, Vanguard, Surpriver. Das sind die Token, die man noch machen kann. Ich werde am Ende des Videos, ich leg die mal hier oben hin, ich werde mal nachzählen. Habe ich hier eine Extrakarte bekommen? Oder die Person, die das Ding gekauft hat? Das wäre natürlich witzig. Das wäre witzig. Einfach mal zu sehen, dass das Wizards da was oben drauf mit reingelegt hat. Total freundlich. Ich weiß auch nicht, ob das immer so ist. Ich habe noch nichts angeguckt. Die Videos hier nehme ich auf, alle hintereinander. Spoiler. Und ich nehme die auf, bevor die Dinger eigentlich im Laden sind. Dementsprechend, also wir haben heute Mittwoch. Genau. Gucken wir uns an, da ist der Inquisitor. Inquisitor Greyfax. Es sind 4-Mana 3-3er mit Wachsamkeit. Andere Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus 1-0 und Wachsamkeit. Sehr coole Fähigkeit. Und für 1-Mana tappen wir eine Kreatur, die Gegner kontrolliert und investigieren. Investigate. Das heißt, wir kriegen einen Clue-Token. Dann haben wir Maneus Kalgar. 5-Mana 3-5 Doppelschlag. Wow. 5-Mana 3-5 Doppelschlag. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen spielen und zu kontrollieren spielen, kommt sie mit der Karte. Stark. Tokens. Das ist richtig stark. Und für 6-Mana kreieren wir 2-2 Astartes Warrior. Not bad. Dann haben wir die große Frage. Human Warrior, ist das ein Engel? Ist es kein Engel? Was ist Celestine? Ich kann es euch nicht sagen. 5-Mana 3-4 fliegend Lifelink. Zumindest Endsteps bringen wir eine Kreatur Mana Kosten mit X oder weniger. Wobei X eben die Anzahl an Leben, die wir diese Runde bekommen haben. Sehr, sehr cool. Wie immer bei solchen Sachen, ich werde auf bestimmte Karten eingehen, nicht auf alle Karten, weil es sind echt viel zu viele Karten, die ich dann einzeln vorlesen müsste. Und das tut sich ja niemand an, oder? Könnt ihr mir mal sagen, was ihr... Ja, egal. For the Emperor. Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen +2/+2 und Wachsamkeit und Lifelink bis zum Ende des Zuges. Ist leider kein Enchantment. Space Marine Devastator. Oh, Space Marines. Triumph of Saint Catherine. 5/5 Lifelink mit Miracle. Sehr, sehr coole Karte. Wenn die stirbt, exilieren wir die obersten 6 Karten der Bibliothek face down. Danach schaffen wir unser Deck und wir können die Reihenfolge zurücklegen. Richtig, richtig, richtig geile Karte. Ich mag die richtig. Ich finde generell die Sister haben sie sehr, sehr gut gefunden. Ja, Ultramarines, Honor Guardian,
Das ist ein Kuss Todes, Warrior. Es sind, ach, da wieder, Sister. Sisters. Seraphim. Sehr, sehr cool. Mit 3-3 Wachsamkeit, mit Miracle. Sehr cool. Und Squad 2, was ich sehr cool finde. Sister of Silence. Das sind die nicht so hübschen Sisters. Also, no offense, aber das sind die nicht so hübschen Sisters. Vanguard Suppressor, dafür haben wir sogar einen Token bekommen. Arco, Flankert Human, das sieht doch nicht, was? Das sieht nicht aus wie ein Human. Das sieht nicht aus wie etwas, was bei den, beim Imperium dabei sein sollte. Finde ich. Dann haben wir Primaris, Assault Intercessor, Belias Call, The Birth of the Imperium. Wir kriegen dann 2-2 Warrior Token mit Wachsamkeit. Für jeden Gegner, den wir haben, wir opfern, jeder Spieler opfert eine Kreatur und wir ziehen 2 Karten für jeden Gegner, der weniger Leben hat, weniger Kreaturen hat. Sehr, sehr gute Karte. Kalotus Assassin. Ja, Kommissars. Der Kommissar. Richtig starke Karte auch. 3-2-2. Richtig, richtig starke Karte. Die Common Bear. Datasmith. Exomatus. Non-Land Permanence, your Opponents control lose indestructible end of turn, destroy all known land opponents. Wett. Krass. The flesh is weak. Das Fleisch ist schwach. Sehr gut. Inquisitor Eisenhorn. Sehr gut. 4-2-3. Wir gucken die oberste Karte die wir ziehen. Beziehungsweise zeigen die auf dem Vor. Wenn wir ein Instant oder Sorcery vorzeigen, kreieren wir ein 4-4 Demon Token. Legendary, leider. Und immer wenn der jemand Schaden zufügt, investigieren wir. Stark. Eigentlich ziemlich gut. Human Rogue, auch Legendary, auch sehr cool. Sister Hospitalities, Sister Repentia, das klingt wie so ein, nicht so ein Herr der Ringe, wie so ein Repentia, so, ihr wisst schon, Harry Potter und so. The Golden Throne, Sinteros Set, also es scheint tatsächlich so, muss mal gleich gucken, wo der hingehört. Der muss ja in Hedas Deck gehören, ansonsten gibt es kein blau-weißes Deck. Knight Paladin, Reaver Titan, Thema Dreadnought, Bastion Protector, sehr, sehr gute Karte. Die finde ich wirklich stark. 3-3-3 Commander Creatures, die wir kontrollieren, Regenlos, Zauberstab und Zerstörbarkeit. Richtig stark. Escalation, so ein 2 aus, auch sehr, sehr gut. Also dieses Deck finde ich persönlich, auch wenn ich das Imperium nicht mag, ist ganz nett. Ist ganz nett. Utter End, auch sehr cool. Everflowing Chalice in einem richtig schönen Artwork. Choked Estuary, Darkwater Catacombs, Exotic Orchard, Port Town, Priest Teams, auch richtig schön hier mit denen. Oh, es sieht cool aus. Ich muss es leider zugeben. Es sieht wirklich, wirklich gut. Sky Cloud Expense, so, so schön. Grey Knight Paragon, Flash, zerstörende angreifende Kreatur, sehr, sehr gut. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Swords to Plowshares, immer noch mein Lieblingsartwork und meine Lieblingskarte aus all den Commander-Decks mit dem Panzer drauf, finde ich richtig cool. Mortify ist auch sehr schön. Mindstone, diesmal halt mit einem anderen Artwork, sieht man hier auch mit dem Herz drauf, richtig süß. Ja, Skullclamp, auch natürlich, Skullclamp kostet Geld, aber richtig cooles Artwork hier mit dem Ding. Habe ich aber tatsächlich bei den Necrons erwartet. Der Solring ebenfalls hier. Ja, das Imperium ist halt nicht so nett, wie es immer tut. Talisman of Dominance, Talisman of Hierarchy, Talisman of Progress. Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Arcan Sanctum, Ash Barons, Glory, Arcan Signet, Command Sphere, Command Tower, Showing Wilds, Path of Ancestry auch hier. Krass. Such Barons, Insel, Swamp und Plains mit dem Panzer drauf. Oh mein Gott, ich will diese... Shit. Ich will diese Plains. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil. Das ist das im Deck des Imperiums. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ich habe auch die anderen Commander-Decks zusammengemacht. Hier ist der Link zur Playlist. Und ansonsten wird euch gleich ein random anderes Video von mir wahrscheinlich vorgeschlagen in der Endcard. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.